Also muss ganz klar sagen und bekennen, ich hatte ein anderes Thema für die Predigt, aber die Ereignisse, was uns alles so mitgenommen haben, haben mich total beschäftigt. Das war so abwechselnde Gefühle, mal Trauer, mal Wut, mal Fragen, wieso, und das kann doch nicht sein. Und es war nicht leicht, eine Predigt zusammenzuschustern, weil das so in die Luft schwebt und so, muss ich zugeben, auf der Seele drückt. Ja? Aber das Wort Gottes sagt, trauert mit denen, die trauern. Wir sollen lieber in einem Haus der Trauer sein, und wenn es darum geht, mit Israel zu trauern, als in einem Haus, wo es Party gemacht wird. Das sagt Gottes Wort. Trauer hat seinen Platz. Wir müssen die Dinge verarbeiten. Wir müssen uns klar positionieren. Und vielleicht unsere Hingabe und unser Support für Israel wachsen wird. Für das Volk Gottes, für der Same Abrahams. Ich weiß, ganz viele Christen trauern mit. Ich weiß aber auch, dass es Verbände gibt, islamische Verbände in Deutschland. Statt irgendwie diese Gräueltaten zu verurteilen und zu sagen, wir distanzieren uns, manche schweigen und manche versuchen, diese Gräueltaten zu rechtfertigen. Da muss ich zugeben, dass ich ziemlich enttäuscht bin. Und vielleicht könnte die Politik auch ein bisschen mehr Druck machen, dass die Leute klare Kante zeigen und sagen, so nicht. Wir distanzieren uns, und Islam soll angeblich Frieden bedeuten und Kumbaya und One Happy World zusammen. Da habe ich meine Zweifel. Allerdings, dass es so schlimm gekommen ist und dass diese Gräueltaten so bildhaft und so extrem da geschehen sind, ich hoffe, dass jeder naive Theologe und jeder naive Politiker endlich mal kapiert hat, dass wir nicht den gleichen Gott anbeten. Definitiv. Das ist der endgültige Beweis. Wir beten nicht den gleichen Gott an. Mein Gott macht sowas nicht. Oder er befiehlt sowas nicht. Mein Gott hat Menschengestalt genommen, ist hier in meinem Leid, in meine Welt gekommen, um mich daraus zu retten. Mein Gott liebt, er hasst nicht. Mein Gott vergibt, mein Gott heilt. Mein Gott schenkt neues Leben. Er zerstört nicht. Wir haben definitiv nicht den gleichen Gott. Es war mal diese verrückte Idee, dass jedes Mal, ja, es ist der eine Gott und das sind so verschiedene Namen. Und jedes Mal, wenn wir zu Shiva oder Krishna oder zu Jupiter oder was auch immer für Götter anbeten, Gott sagt, ha, hier bin ich. Und er springt und er freut sich, dass wir irgendwie in einer Form beten. Aber das ist Quatsch. Mein Gott hat sich in Jesus Christus offenbart und wir kennen seine Natur, seine Wünsche und seine Aufopferung für uns Menschen. Ich hoffe und bete, dass die gut gemeinten Weltorganisationen und Politiker endlich aufhören, Israel unter Druck zu setzen, um vorzuschreiben, wie sie sich verteidigen sollen. Ja, so unmenschlich, und die Zäune und diese ständige Kontrolle und Checkpoints. Diese Leute wussten, mit denen sie zu tun haben. Viele Politiker und gut gemeinte Weltorganisationen, die haben das nicht gecheckt oder wollten es nicht sehen. Ich hoffe, dass es endlich jetzt klar ist, dass Zwei-Staaten-Lösung niemals die Lösung war. Und es war auch nicht gewollt. Das war nie gewollt. Also wer Hamas im Internet googelt und deren Bekenntnis liest oder deren Gründungsphilosophie ist die absolute Vernichtung Israels.
Also, sorry, aber Menschen dürfen nicht so dumm sein, um irgendwie das wegzuignorieren. So wie der Markus gesagt hat, du kannst nicht einer zu einem Verhandlungstisch bringen, der dich umbringen will. Das geht nicht. Ich hoffe, das ist das endlich mal klar. Iran bekennt ganz klar, wir unterstützen Hamas. Leider, aufgrund von irgendwelchen Politikern aus USA und auch Europa, hat Iran die Gewinne an Öl verdreifacht, seitdem eine Pipeline von Kanada nach USA stillgelegt worden ist. Die Preise sind in die Höhe gegangen. Die haben Kasse gemacht. Die haben genug Geld, schön nach Palästina zu schicken. Die sagen es ganz offen. Also ich habe keine Angst, dass mich jemand jetzt irgendwie draußen erwartet und mich köpft, weil ich irgendwas Neues oder Verleumderisches gesagt habe. Nein, das geben die zu. Die sponsern Hamas. Ich hoffe, dass man endlich versteht, dass Verträge mit solchen Ländern wenig oder gar nichts bedeuten. In Islam ist keine Sünde, ein Ungläubiger, entschuldigen Sie das Wort, zu verarschen, wenn es zum Wohle des Islam dient. Mein Gott hat mir gesagt, du sollst die Wahrheit vom Herzen immer sagen. Gott ist die Wahrheit. Wir dürfen sowas nicht. Auch wenn es zum Wohle des Christentums ist. Wir dürfen nicht lügen. Und ich hoffe, dass auch so schmerzhaft diese Situation ist für Israel und auch für viele anderen Menschen, dass dadurch viel mehr Unterstützer, die dauerhaft auf die Seite Israel einspringen, Gebet auch finanzieren, auch alle möglichen Unterstützungen kommen. Und wenn sowas passiert, dann ist das Thema Leid und das Böse sehr aktuell. So habe ich mich heute entschieden, über dieses Thema zu predigen. Es ist kein leichtes Thema. Warum lässt Gott Böses zu? Warum entsteht so viel Leid? Warum, warum, warum? Das Erste, womit die Atheisten, die Christen angreifen, sagen, schaut mal, in der Welt, was alles passiert, so viel Trend, so viel Schmerz, du verlangst von mir an so einen Gott zu glauben, der sowas zulässt. Und manchmal sind wir sprachlos. Ja? Oder wir müssen uns ein bisschen reorganisieren, um eine gute Antwort zu geben. Aber wir sind nicht die Einzigen, die eine Antwort auf diesen Thema geben müssen. Die Atheisten genauso. Sie müssen auch eine Antwort geben. Wir können auch fragen, hey, Mr. Atheist, was hast du für eine Antwort auf das Leid? Naja, zufällig entstanden, bla bla, der Stärkere gewinnt. Es steht in unserer DNA, dass wir gewalttätig sind und uns gegenseitig köpfen. Wie ein sehr berühmter Atheist einmal gesagt hat, we are just dancing by the music of our DNA. Also wir tanzen einfach so, wie unsere DNA so sagt. Und die ganz konsequenten Atheisten, die sagen, es gibt weder Böses noch Gutes, weil nach welchem Standard willst du bestimmen, was gut und böse ist? Ich glaube, Dostoevsky hat gesagt, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Denn an welchem Standard appellierst du, um zu sagen, das ist gut, das ist böse? Hitler fand gut, eine gute Sache, Juden zu exterminieren. Die Mutter Teresa hat für sehr traurig und schade und unmenschlich gefunden, kleine Mädchen in Indien auf der Straße verhungern zu lassen. Zwei Menschen, zwei Standards. Wer bestimmt die Standards? Außer es gibt jemanden da oben, der sagt, das ist gut und das ist böse.
Und jetzt gibt es auch diese Antwort von den Atheisten, die sagen, ja, was jetzt gerade passiert, das ist einfach religiöser Fanatismus. Wir haben schon immer gesagt, dass eigentlich von irgendwelchen religiösen Fanatikern das ganze Übel anfängt. Ja? Aber das ist nicht eine so ganz durchdachte Antwort. Weil ich würde fragen, was ist mit der französischen Revolution? Das war ein Name des Atheismus. Die haben es gestartet, die haben fast die ganze, den ganzen Adel in Frankreich ausgerottet, Guillotine. Ja. Am Ende haben sie sich selber geköpft. Und das war keine Religion im Spiel, das war nicht Gott im Spiel. Hitler, der hatte mit Gott nichts zu tun. Stalin, ohne Gott. Ja. China, Nordkorea, das sind Länder und Systeme, die Menschen unterdrücken und ganz viele Menschen auf dem Gewissen haben. Und das ist nicht religiös motiviert. Atheisten zertrampeln und machen die Menschen fertig, genauso wie irgendwelche religiösen Fanatiker. Und sehr wichtig ist, womit wir als Christen angeben können, ist mit unserem Gründer. Also schaut nicht, was die Christen gemacht haben, sondern schau mal, was unser Jesus gemacht hat. Der Gründer unserer Religion. Ich kann mit Jesus angeben. Er hatte die Macht nicht, er hatte das Geld nicht, er war arm, er hatte keine Frauen. Er hat gesagt, ich habe nicht mal ein Kopfkissen, wo ich mich hinlegen soll. Der Menschensohn hat nicht mal ein Kopfkissen. Andere Gründe von anderen Religionen, Geld, Gewalt, Power, Frauen ohne Ende. Ich kann mit meinem Jesus angeben. Manchmal mit Christen kann ich nicht angeben, aber mit meinem Jesus kann ich angeben. Ich kann zu dem Gründer meiner Religion schauen und sagen, ja, das ist es. So muss es laufen. Apostel Paulus, der ermahnt uns, schaut auf Jesus, der Anfänger und der Vollender eures Glaubens. Also, wo ist wirklich das Problem, wenn es nicht in Religion unbedingt oder in Atheismus, wo ist wirklich das Problem? Und das ist eine Antwort, was mir selber nicht gefällt und euch wird es auch nicht gefallen. Niemand gefällt diese Antwort. Jeremia 17,9. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Jesus formuliert es noch genauer. Markus 7, 21, 23. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Ich mag zu glauben, dass ich ein guter Mensch bin und jeder will das glauben. Ich bin nett zu Tieren, ich streichle Katzen, Kinder. Ich will behaupten, ich bin ein guter Mensch, aber die Bibel sagt, sorry, bist du nicht, aus dem Herzen. Aber es macht einen Unterschied, ob ich mein Herz jemandem gegeben habe, ob ich mein Herzen gebe in guten Händen. Und ich kenne nur eine einzige Person, wo mein Herz safe ist und in guten Händen ist. Einer, der mein Herz verändern kann. Einer, der mich als Person von einem Bettler zu einem Königskind machen kann. Einer, der meine Sinnen veredeln kann. Einer, der sagt, so nicht. Das kannst du nicht machen. Es liegt nicht in deiner Natur, als Christ diese Dinge zu machen. Da kann man argumentieren, ja, was ist mit dem Bösen? Da kann man antworten, ja, und mit dir?
Was ist mit dir? Bist du gut? Bin ich gut? Sind wir Menschen gut? Also ein Professor von Biola University in Kalifornien, Clay Jones heißt er, der hat ein Buch geschrieben, Why Does God Allow Evil? Warum Gott das Böse zulässt. Und er hat gesagt, laut seiner Aussagen, er hat 20 Jahre Völkermörder untersucht und studiert. Und er ist zu der Schlussfolgerung gekommen, dass Völkermorde von ganz normalen Menschen wie du und ich begangen werden. Also allein diese Idee, dass ich in einem anderen historischen Kontext und Zeit zu Gräueltaten fähig wäre, das gibt mir Gänsehaut. Das zerstört komplett dieses Bild, ich könnte oder ich bin irgendwie gut. Also aus mir heraus. Ganz normale Menschen in verschiedenen Konstellationen, Zusammenhänge, bestimmte Zeiten können zu allem fähig sein. Ich habe zum Beispiel die letzten 3 Jahre waren schon irgendwie kompliziert für uns. Es gab Menschen, die hatten Überzeugungen, verschiedene Überzeugungen. Es gab Druck, es gab viel Spannung. Und ich kann mich erinnern, ich war manchmal so aufgebracht, dass ich einen Bruder verletzt habe. Mit meiner Überzeugung. Richtig tief verletzt habe. Und ich habe gemerkt, das gibt es doch gar nicht. Eine Situation, ein Kontext, Unmenschlichkeit, Brüderlichkeit wird verloren. Und das war nicht wirklich Krieg. Also, das war nicht wirklich Krieg, oder? Wir hatten alle noch genug zu essen und so. Aber das war so schlimm und wir standen alle so unter einem Druck, dass mehr oft aufgrund unserer tiefsten Überzeugungen gegenseitig verletzt haben und die Menschlichkeit ist verloren. Ich bin Gott froh, dass diese Zeit vorbei ist. Und das war schon heikel. Ne? Ich hoffe, dass wir alle was davon gelernt haben, dass wir sagen, egal was kommt, wir sind Brüder, wir sind Schwester, wir halten zusammen. Wir können auch Meinungen akzeptieren, Überzeugungen akzeptieren, aber daraus müssen wir echt lernen. Menschlichkeit, Brüderlichkeit, Zusammenhalt darf nicht verloren gehen. Also, Gott hat uns gemacht, ich bin böse. Hat Gott das Böse gemacht? Weil manche sagen, ach, ich kann mit eurem Gott nichts anfangen, weil, schau mal, kleine Kinder sterben, so einen Gott kann ich nicht anbeten. Und viele versuchen irgendwie, Gott als der Ursprung des Bösen irgendwie darzustellen. Gott hat uns aber nicht böse gemacht. Gott hat uns nicht krank gemacht. Wir können nicht Gott verantwortlich machen für unsere Taten, für das, was wir entscheiden. Was du und ich entscheiden, das zieht Kreise. Wenn wir was Gutes entscheiden, wächst exponentiell. Wenn wir das Böse entscheiden, wächst exponentiell. Es ist wie ein Same. Das, was ich tue, das, was ich denke, das, was ich spreche, es ist wie ein Same, der so viel Frucht bringt, dass man überwältigt ist. Man sagt irgendwas so leichtsinnig und dann wundert man sich, boah, wie ist dazu gekommen? Nein, Gott hat uns nicht böse gemacht. Wir können Gott nicht verantwortlich machen für das, was wir tun, was wir entscheiden. Das Einzige, wofür wir Gott verantwortlich machen können, ist für die Freiheit, die er uns gegeben hat. Er hat uns Freiheit garantiert. Wir können sagen, Gott, warum hast du mich frei gemacht? Warum hast du mir Entscheidungsfreiheit gegeben? Vielleicht käme die Antwort, weil du nicht mehr du wärst, weil du ein Roboter wärst. Ich kann dich programmieren. Herr, ich bitte dich an, aber ist das echt?
weißt du, dass du, wovon du sprichst, wenn du sagst, dennoch entscheide ich mich für Gott. Dennoch ist Gott gut, egal was in meinem Leben passiert, was in der Welt passiert. Ist deine Liebe dann echt? Ich programmiere dich, mich zu lieben. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Halleluja. Danke. Sehr gut. Gott segnete die Menschen. Schaut, das habe ich für euch getan. Das schöne Paradies, Garten Eden, die schönen Tierchen, alle Farben und Größen. Ich habe euch lieb. Und dennoch dürft ihr euch eine zweite Meinung holen. Ihr könnt auch jemand anders lieben. Ihr könnt auch jemand anders wählen. Aber bitte tut das nicht, das wird nicht gut ausgehen. Gott hat die Menschen gewarnt, tut eine einzige Sache, dürft ihr nicht tun. Das haben sie getan. Gestern bin ich an einem Sonnenblumenfeld vorbeigefahren. Ich konnte einfach nicht anders, als anzuhalten und drei Blumen abschneiden. Ja, drei Sonnenblumen für zu Hause. Ich weiß, meine Frau, die ist ganz verrückt nach Sonnenblumen. Also das sind die schönsten Blumen, die es gibt. Sonnenblumen, Punkt. Gibt's. Rosen geht, ja, aber Sonnenblumen. Hammer. Das habe ich getan, okay, also versteht mich nicht falsch, es stand dort kein Fass, wo man Geld einwirft, das war einfach für die Bienchen, ja. Und ich war eine Biene und ich habe mir drei Blumen geholt, ja. Und ich habe sie zu Hause in einer schönen Vase hingetan, mit Wasser natürlich. Und wenn wir Glück haben, da bleiben sie für eine Woche frisch, ja. Und dann verwelken sie. Wann hat es angefangen, der Niedergang von diesen Blumen? Wo ich sie abgeschnitten habe. Gott hat gesagt, an dem Tag, an dem ihr mein Gebot missachtet, werdet ihr sicherlich sterben. Und seit dem Tag stirbt der Mensch tagtäglich. Also, der Satan, der hat natürlich die Menschen dazu angestachelt, ja, das zu tun. Und den Tod und der Verfall des Menschen, da hat der Satan sich sehr gefreut drüber. Weil der ist schon Mörder vom Anfang an und der hat es richtig gefeiert, die Menschen in seinem Niedergang mitzuziehen. Worüber ich euch bitten möchte, nicht die Metapher so weit zu ziehen. Der Teufel hat sich über den Niedergang gefreut und meine Frau hat sich über die Blumen gefreut. Also ich will nicht indirekt sagen, meine Frau wäre das Böse im Fleische. Also so weit dürfte nicht mit dieser Metapher gehen. Also jede Metapher, jede Analogie hat ihre Grenzen. Ja? Der Teufel hat sich gefreut, wirklich, dass die Menschen abgeschnitten worden ist. Eine andere Situation natürlich. So sind die ersten Menschen getrennt von Gott durch ihre Ungehorsam. Die Verwelkten sterben. Gott selbst ist das Leben. Also wenn wir keine Beziehung zu Gott haben, eine gute Beziehung, eine Beziehung durch unseren Vermittler, Jesus Christus, dann haben wir das Leben nicht. Getrennt von ihm existieren wir zwar, aber wir sind diese Untoten, die sich herumtreiben. Man kann auch Zombies sagen. Ja? Ich habe vor kurzem so einen Film mit einem Labyrinth angeschaut. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und diese Jugendlichen, die mussten zurechtfinden in diesem Labyrinth, aber die sind von irgendwelchen Viechern gebissen und da sind sie zu Untoten geworden. Ja? Und was interessant war, es war ein Junge unter denen, der eine besondere Blutgruppe hatte und die konnten irgendwie ein Präparat machen aus seinem Blut, um diese Untoten zu heilen. Und ich dachte, Mann, diese
Hollywood-Klauer, die haben sich die Bibel angeschaut. Ja? Durch das Blut eines besonderen Mannes, der gleichzeitig Gott war, werden Zombies wieder lebendig, werden geheilt. Also sehr interessant, ja. Anscheinend gibt es sehr viele in Hollywood, die auch mal die Bibel lesen und sich einfach Ideen klauen. Der Satan aber ist der Ursprung alles Bösen, der Ursprung der Rebellion und Sünde gegen Gott, und er hasst die Menschen unheimlich. Deswegen können wir sehen, dieser Hass und die Menschen, die dabei mitwirken und mitmachen, was das so für Auswirkungen hat. Johannes 8,44. Jesus konfrontiert die Pharisäer und er sagt ganz klar, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Also wenn der Satan was begehrt und du tust, was der Satan will, dann machst du dich irgendwie indirekt sein Sohn, oder? Das ist ganz klar. Und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Wir sind aber dazu berufen, Gottes Wille zu tun und uns fernzuhalten von Werke des Finsternis, vom Bösen. In der Bibel steht auch andersrum formuliert, tut das, seid heilig, damit ihr Söhne eures Vaters seid. Also die Bibel macht immer Beziehung zwischen das, was wir tun, das, was wir sind und das, was wir sagen. Immer das ist eine Verbindung. Kann man nicht eins sagen und das andere tun. Und dann sagt Jesus weiter, denn er, also der Teufel, ist ein Mörder von Anfang an. Er ist der Mörder von Anfang an. Er hat quasi die ersten Menschen im Garten geistlich abgeschnitten, umgebracht. Und das sehen wir durch die ganze Menschheitsgeschichte. Die ersten zwei Brüder, die töten sich. Kain tötet Abel. So haben wir einen Feind vom Anfang an und obendrauf, wir haben diese sündige menschliche Natur, die von unseren Großeltern geerbt haben. Also da können wir sagen, menschlich gesehen, wir sind komplett ausgeliefert. Ja? Sündiger Natur, verloren und dann noch der Teufel, der ganz genau weiß, auf welche Knöpfe er drückt, damit er mich in Sklaverei bringt und damit er mich ausnutzen, missbrauchen kann. Da haben wir menschlich gesehen keine Chance. Menschlich gesehen. Aber da kam Jesus am Kreuz und er sagt, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, diesen Joch zu brechen und diese sündige Natur durch eine neue Natur zu ersetzen. Es muss nicht so bleiben, und auch für Menschen um uns herum, für egal welche Religion, Menschen, die verloren sind, es muss nicht so bleiben. In Römer 5,17 steht, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Also, wie nun durch Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. In Christus rechtfertigt. Das, was Jesus getan hat, wird dir und mir zugerechnet. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Adam war ungehorsam, Jesus war gehorsam bis zum letzten Punkt. Durch sein Gehorsam ist unser Ungehorsam zunichte gemacht. Seine Taten, sein Werk am Kreuz, seine Herrlichkeit, seine Gerechtigkeit wird uns zugeschrieben. Durch den einen.
Also warum gibt es Böse? Ich glaube, das ist jetzt jedem klar. Und wenn es eine Lösung gibt für jede Art von Konflikt, für jede Gräueltat, ist das Kreuz. Ist diese Erneuerung des Herzens. Das böse Herz verspricht Gott. Gott hat Israel versprochen, ich werde dir ein neues Herz. Aber diesen Zuspruch ist auch für uns. In Hesekiel 11, 19 steht, und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ein neues Herz. Das böse Herz wird Gott ersetzen durch ein neues Herz, was ihm gegenüber gehorsam ist. Ein Herz, was danach verlangt, Gottes Gebote zu erfüllen und auch in seinen Geboten zu wandeln. Johannes 1,11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Deswegen hat Jesus so schön dem Nikodemus erzählt, wenn du nicht vom Neuen geboren bist, siehst du das Reich Gottes. Wirst du nicht das Reich Gottes sehen und auch nicht hineingehen. Geistlich gesehen, wir sind aus dem Wort Gottes geboren durch den Einfluss des Heiligen Geistes. Wir sind neue Menschen. Wir sind neue Menschen und ich glaube, das ist der Plan Gottes für die ganze Menschheit, für jeden, der Böses tut, für diese Abartigkeit und Abgründe des menschlichen Herzens. Das Kreuz und diese neue Geburt durch den Glauben an Jesus, das ist die Lösung. Egal, ob Terroristen, irgendwelche Hindu-Religionen oder was auch immer, all diese Menschen, die müssen und die sollen Jesus kennenlernen, um diese Wiedergeburt, dieses neue Herz zu bekommen. Ich möchte einfach schließen mit 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und das Tolle ist, was Gott uns auch verspricht, er wird eine neue Erde, einen neuen Himmel machen. Und er sagt auch ganz klar, alte Schöpfung kommt da nicht rein, sondern neue Schöpfung. Deswegen ist für uns besonders in dieser Zeit, und vielleicht haben wir gute Gelegenheiten, eben durch dieses Gräuel, was passiert ist, durch das Leid, einfach Menschen zu erreichen, ihr müsst zu neuen Menschen werden. Lasst euch von Gott erneuern. Gibt Gott deinem Herz. So wie wir den Kindern im Kinderdienst sagen. Es ist so einfach, aber so tiefgründig. Der hat so viel Tiefe, diese Aus. Gib Gott dein Herz. Er wird dir dein Herz erneuern. Er gibt dir ein anderes, neues Herz. Du bist eine neue Schöpfung. Also willst du da oben in diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde, die er für uns vorbereitet, dann musst du eine neue Schöpfung werden. Und als Konsequenz, schaut mal, also ich bin in der Gemeinde heute früh gekommen und keiner ist an meine Gurgel gesprungen oder hat meinen Kopf abgeschnitten. Ja, das ist toll. Klar, ihr seid fähig zu viel mehr. Ja, zu viel mehr. Ja, weil Gott in euch lebt, ihr seid. Aber ich bin, weißt du, ich setze die Grenze ganz tief, ja. Und ich sage mal, das ist toll. Das hat Einfluss auf die Gesellschaft. Das hat Einfluss auf deine Familie, deinen Arbeitsplatz. Dieses Bild kam mit dem Salz der Erde. Ihr habt, wie soll ich sagen, Wucht in dieser Welt. Leute schauen euch an. Vielleicht bist du genau diesen Tropfen, oder gerade so der Mann am richtigen Platz, dass irgendwie die Situation nicht eskaliert. Ja.
Gott hat mit Abraham verhandelt und hat gesagt, wenn 5 Leute in dieser Stadt gibt, ich werde sie nicht vernichten und es wird nicht ein Urteil kommen. Vielleicht bist du genau dieser eine Mann, der wirklich da in diesen Spalt steht und dieser Damm mit Wasser und Schlamm nicht bricht. Vielleicht bist du dieser Mann. Kinder Gottes haben Einfluss in dieser Welt. Kinder Gottes haben Einfluss in dieser Welt. Ich glaube, dass vieles verhindert wird, einfach weil du deinen Job machst als Kind Gottes, da wo du bist. Es gibt in der Offenbarung eine Stelle, ich weiß nicht mehr ganz genau wo, wo ganz konkret gesagt wird, dass es etwas in der Welt gibt, was irgendwie den Zorn Gottes noch zurückhält. Also manche Kommentatoren sagen, es ist die Gemeinde, weil Gott will nicht den Zorn über die Welt ausgießen, weil da seine Braut ist. Wer will schon seine Frau vor die Hochzeit so richtig mal verkloppen? Niemand. Ja, also ich weiß, ja, nach der Hochzeit auch nicht. Ja, also ihr könnt Susanne fragen, ihr habt sie. Ich habe sie nie angefasst und das wird auch so bleiben. Ja? Und also das finde ich eine sehr, sehr interessante Idee. Die Gemeinde, du in dieser Welt, es hat viel mehr Gründe, dass du da bist, wo du bist und dass du tust, was du tust. Und dass Gott sagt, ich kann meine Kinder nicht gleichzeitig mit deiner gottlosen Welt bestrafen. Klar, wir leiden und Christen leiden, aber das ist der Zorn des Satans über die Christen und das ist nicht Urteil Gottes über die Welt. Ja, das ist ein Unterschied. Ob der Teufel uns hasst und uns Böses tun will und ob Gott die Welt richtet. Und es gibt noch eine Stelle, wo gesagt wird, wenn Gott was mit uns jetzt klären will, der macht es jetzt, damit wir nicht mit der Welt gerichtet werden. Der macht es jetzt, er macht es so, dass wir es verstehen, als Korrektur, als Mahnung, aber er wird uns nicht mit der Welt gleichzeitig verdammen. Es gibt mehrere Stellen. So, ich wollte zu diesem Punkt kommen, du bist genau richtig, wo du bist. Du bist ein Kind Gottes, hast viel mehr Einfluss, als du dir jemals vorstellen könntest. Schmeiß einen Stein im Wasser und du kannst auch noch stundenlang diese Wellen beobachten. So bist du in dieser Welt. So bist du, so sind wir in dieser Welt. Als wahre Kinder Gottes. Wir müssen aber auch aufpassen, damit, wenn die Welt was Böses über uns sagt, dass sie nicht recht haben. Ja, das sagt Jesus, wenn Leute euch verfolgen und bedrängen, weil ihr Böses getan habt, dann ist der ganze Lob vorbei. Ja? Aber wenn sie euch Unrecht tun, weil ihr einfach nur meine Kinder seid und Unwahres über euch sagen, freut euch, denn euer Lohn wird groß im Himmel sein. So, ich glaube, die Antwort für Terror ist das Kreuz. Und ich bin sehr überzeugt, dass der größte Terrorist der Teufel selbst ist. Er sucht einfach nur Mitarbeiter. Und wir sind als Gemeinde, wir sind für ihn sehr, sehr gefährlich. Und das weiß er. Und deswegen will er dich auch tagtäglich fertig machen, will dich zum Schweigen bringen, will dir sagen, du bist nichts, was hast du zu sagen? Du hast die rettende Botschaft Gottes. Worte, die du im Namen Jesus sprichst, Worte, die du weitergibst, können Menschen vom Verderben retten. Die Hölle ist real. Verloren sein ist so real. 3,16, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. So eine tolle Botschaft, aber auch diese radikale Wahrheit.
es gibt Menschen, die Jesus ablehnen und gehen verloren. Jesus hat immer die Wahrheit gesagt. Amen.